Leute, für euch drehe ich heute mal eine Winterabendroutine. Die sieht bei mir halt immer unterschiedlich aus. Kommt halt drauf an, ob ich Kurztag habe oder Langtag. Bei Langtag komme ich natürlich etwas später aus dem Stall und bei Kurztag habe ich natürlich mehr Zeit. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Zu Hause angekommen, gehe ich natürlich erstmal rein. Und wie ihr gerade vielleicht schon erkennen konntet, ist der Himmel richtig schön. Aber wir zeigen das jetzt gleich nochmal. Da. Ich finde, das sah richtig cool aus mit dem Vollmond. Wenn ich dann drin bin, ziehe ich natürlich erstmal meine Schuhe aus, die dreckigen. Und gehe nach unten und ziehe mich einmal um, damit die ganzen dreckigen Stallsachen im Keller sind. So, jetzt komme ich hier mit Chiller-Klamotten. Mir auch schon einen Look gemacht. Und gehe erstmal rein. Und dann finde ich auch schon die Amy. Der sage ich dann auch einmal kurz Hallo und wärme mich einfach so ein bisschen am Ofen auf. Und irgendwann streiche ich die Amy dann weiter, weil sie so lang wedelt, ich das so süß finde. Und dann freut die sich immer total. Dann habe ich mich aber doch lieber noch ein bisschen aufgewärmt und bin dann mal rüber in die Küche gegangen. Und zwar wollte ich schauen, ob das Essen soweit ist und gucken, was es überhaupt gibt. Aber leider war es noch nicht soweit, deswegen bin ich erstmal nach oben gegangen. So, jetzt mache ich mich gerade auf den Weg. Und dann musste ich hier einmal, da jetzt gleich sieht man ihn, meinen Kumpel Hallo sagen. Ich finde, der sieht so lustig aus, oder? Dieser fetten Nase da, ohne Augen. Im Zimmer angekommen, hole ich erstmal mein Handy raus und schmeiß mich aufs Bett und schaue einfach durch Instagram, schaue ein bisschen YouTube, chill halt einfach ein bisschen am Handy. So, heute hat mich halt der Robin zum Essen gerufen. Es kommt immer drauf an, wer gerade unten ist. Dann bin ich natürlich sofort nach unten gedüst. Und hier war schon alles fertig. Und es gab halt Salat, Ei und Bratkartoffeln. Mega lecker. Dann habe ich mir jetzt noch einen Früchtetee gemacht. Fürs Lernen jetzt gleich. Natürlich da in einer schönen Weihnachtstasse. Und jetzt habe ich erstmal mein Mäppchen rausgesucht und meinen College-Blog und geschaut, was ich überhaupt aufhabe. Also einfach alles auf den Tisch gelegt, was ich so fürs Lernen brauche. Natürlich ist mein Tee auch mit dabei. Jetzt habe ich erstmal das Datum aufgeschrieben. Und heute musste ich zum Glück nur Hausaufgaben machen, denn es stand keine Arbeit an, wofür ich lernen musste. Da musste ich halt nur so eine Probearbeit mal schreiben, als Hausaufgabe in Deutsch. Das habe ich natürlich sofort erledigt. Und meine Sachen natürlich wieder ordentlich weggeräumt, damit mein Schreibtisch nicht unordentlich ist. Und die Lampe natürlich ausgemacht. Die habe ich nur an, damit das ein bisschen heller ist.
Als nächstes habe ich dann die ganzen Schulbücher rausgesucht, die ich dann für den nächsten Tag brauche. Heute war das halt Spanisch, was ich noch einpacken musste. Und wer kennt es, man macht ja auch die Türen immer mit dem Fuß zu, oder? Vor allem, wenn man volle Hände hat. Ja, das packe ich halt jetzt alles eben ein. Und dann bin ich damit auch schon fertig. Jetzt bin ich eine Runde duschen gegangen. Ich benutze einfach das Duschgel von Bilou. Und dieses Shampoo hier. Jetzt geht's los. So, da muss ich mich natürlich jetzt umziehen. Ich habe erstmal einen Bademantel an und da liegen dann meine Schlafklamotten. Habe jetzt meine Haare hier eben ein bisschen durchgekämmt, nachdem ich mich umgezogen habe. Und sprühe die jetzt hier noch ein bisschen ein. Das ist einfach so ein Pflegemittel. Das hat die Mama mir mal mitgegeben. Und seitdem sprühe ich das halt einfach so ein bisschen in die Haare. Jetzt gehe ich ins Bad, denn ich muss natürlich alles wieder wegräumen, damit es nicht in meinem Zimmer rumliegt. Also den Bademantel und das Handtuch. Und hole mir meine Feuchtigkeitscreme raus. Denn das mache ich immer abends drauf und morgens auch, weil es ist ja super kalt im Winter. Und das ist dann gut für die Haut, dass sie nicht so trocken wird und so. Meistens habe ich immer viel zu viel Creme auf meinen Händen. Aber die zieht ja zum Glück schnell ein. Hier haben meine Haare mir manchmal ein bisschen das Gesicht verdeckt. Deswegen muss ich so mit dem Kopf rumschütteln. Vor allem mein Pony, was so kurz ist. Das fällt ja immer schneller nach vorne. Als nächstes habe ich mir dann Klamotten für morgen rausgesucht, was ich gerne anziehen möchte. Denn wenn ich das morgens mache, ist das viel zu viel Stress, weil morgens kann ich mich irgendwie viel langsamer entscheiden, was ich anziehe, als abends. Deswegen mache ich das immer am Abend. Dann lege ich mir schön alles geordnet dahin. Und überlege mir noch, ob ich Schmuck dazu anziehen möchte. Und wenn ja, suche ich mir da auch den passenden raus. Heute habe ich mich dann für morgen eine Kette und eine Uhr entschieden. In Silber. Und das ist halt einfach mein Outfit für morgen. Jetzt habe ich mir mein Zimmer gemütlich gemacht. Und habe einfach alle Lichterketten angemacht. Alles, was ich so im Zimmer habe, was leuchten kann. Hier dieses M haben Mama und Papa mir aus Singapur mitgebracht. Mega cool finde ich das. Irgendwie ist das total schwierig, da die eine Lichterkette anzumachen. Ah, jetzt habe ich es geschafft. Und das große Licht wird natürlich ausgemacht, damit es noch gemütlicher ist. Dann chill ich mich einfach so ein bisschen ins Bett und mache schon mal den Fernseher an. Und heute habe ich ein bisschen Netflix geschaut. Es kommt halt immer drauf an, was ich gucke. Entweder ich habe eine Serie, die ich halt weiterschaue, oder ich fange einen Film an oder schaue einen Film zu Ende. Meistens schaffe ich nicht an einem Abend einen ganzen Film. Aber jetzt gerade habe ich halt nochmal Twilight geschaut, weil ich liebe das so sehr. So, jetzt habe ich den Fernseher auch ausgemacht, nachdem ich den halben Film geguckt habe. Und muss leider wieder aus dem Bett raus, denn ich muss ja jetzt noch die Zähne putzen. Habe ich hier alles rausgeholt. Ich putze immer mit einer Handzahnbürste, manchmal auch mit elektrisch, kommt halt immer drauf an, worauf ich Lust habe. Und leider war die Zahnpasta mega leer. So, ich glaube, es war ist alles wieder reingegangen. Das war halt leider voll leer. Aber ja, wenn die dann leer ist und ich keine neue habe, benutze ich immer Julias oder Robins. Jetzt bin ich runtergegangen, um Mama und Papa gute Nacht zu sagen. Und als ich dann oben wieder angekommen bin, habe ich dann auch langsam auch
die Lichterketten wieder ausgemacht und alles halt ein bisschen dunkler gemacht. Denn jetzt gleich ist Schlafenszeit. Ja, und das war es halt eigentlich mit meiner Abendroutine. Ich gehe jetzt halt einfach nur noch schlafen und wache dann vom Wecker wieder auf morgens. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!